Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. In dem zweiten Teil des Mondwaldes bewegen wir uns weiter. Und ja, super, Schreckenspinnen. Nein, und zwar das letzte Wort der Macht muss hier irgendwo sein. Und das werden wir uns krallen. Und dann ist nämlich auch das Kapitel schon so gut wie erledigt und es geht jetzt ratzfatz so langsam. Es werden, ich weiß gar nicht, ob noch viele Folgen kommen werden, also nicht mehr so viele wie schon da sind, das ist klar. Also wir haben beide über die Hälfte geschafft und ich bin mal gespannt, wie viele überhaupt denn noch kommen. Ja, mal sehen. War noch die, wenn wir überhaupt noch die 150 voll kriegen? Ja. Wäre aber interessant zu wissen. Ich kann das so schwer einschätzen. Weil die nächsten Kapitel werden immer kürzer. Man weiß ja nicht, was noch so kommt. Wohl dürfte aber eigentlich noch hinkommen. Na egal. Man wird es ja sehen. Und Krümmig weiß das gerade ein bisschen in Bedrängnis. Ja genau, komm zu mir. Komm zu mir, sagte ich. Ja, greif. Oder lauf hin und her, das ist auch okay. Na, das wird er nicht überleben. Ja, wir werden ihn zurückholen müssen. Das schaffen wir noch nicht mal mit hinlaufen. Wenn wir den Hügelriesen wenigstens noch wegkriegen. Ja. Und das bevor er uns erreicht hat. So, Ogre, kommt schon. Ja, mit unseren Waffen kriegen wir euch weg. Ohne Probleme. Oh, ist das schön hier. Super. Jeden anderen, den wir mitgenommen hätten, der wäre schon weitaus früher drüber gegangen. Außer vielleicht, der tolle Magier, der hätten wir aber direkt in den Nahkampf gehen müssen, von Anfang an. Und das wäre vielleicht für uns nicht so schön gewesen. Ach ja. Na komm. Was haben wir hier? Ein Saphir. So. Wird verkauft. Ich laufe hier ganz, ganz vorsichtig. Und da sehe ich schon wieder ganz viele, wieder so eine Gruppe und das gefällt mir nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch etwas, ein etwas längerer Weg hier. So, Firmigweißer, komm mal her hier. Habe ich mir das Bücherregal eigentlich schon mal angeguckt? Nein, habe ich nicht. Danke. Das ist meins. Auch wenn ich es nicht gebrauchen kann. So, verkaufen kann man es immer noch. So, Krabbigbeißer. Wir haben da noch da vorne eine kleine Truppe. Und ich schleiche mich jetzt erstmal. Einfach nur so mal, weil man es kann. So, die Truppe sollten wir ganz locker reinkriegen. Ah, da hat uns einer aufs Korn genommen, den wir aber schnell und leicht erledigen. Nein, du sollst wechseln und dann... Ach, da sitzt noch einer. Ah, aber so einzeln haben die keine Chance. Das ist sehr schön, dass wir hier so problemlos durchkommen jetzt. Durch diese Truppe. Wir laufen hier irgendwie die ganze Zeit außen lang, habe ich das Gefühl. Feueropal. Das ist doch... Kann ich wahrscheinlich wieder nicht verkaufen. Na egal, ich probiere es nochmal. Obwohl, wir haben genug davon mit. So, weg. Bevor ich die wieder nicht verkaufen kann. So, hier mal im Gucken.
Diebeswerkzeug. Gold ist immer gut. Da ist noch eine Leiche. Kritische Wunden heilen ist immer eine schöne Sache. So, jetzt bewegen wir uns hier so langsam Richtung Mitte. Ja, natürlich sowieso alles erkunden, aber wir haben hier gar keine andere Möglichkeit, als hier lang zu laufen. Das Gold. Und, hallo. Immer den ersten Angriff machen hier. Das hat an sich eigentlich immer Vorteile, wenn man so den Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Kein Erbarmen. Unerwartete Gegner sind immer leichter zu besiegen. Gut, hier ist das eher irrelevanter. Aber das ist ja schön, dass wir die dadurch nämlich da auf der Brücke festgenagelt haben. Und sie wirklich alle so ein nach dem anderen erledigen können. Das gibt uns natürlich schon gewisse Vorteile. So können die nicht so viel Schaden austeilen. So, hier möchte ich eigentlich, glaube ich, noch gar nicht rüber. Wir gucken erstmal, was das für eine Höhle ist. Das zeigt er uns ja, glaube ich, gleich an. Nur einfach Höhle. Na egal, wir gucken da rein. Weil ich weiß, dass es hier noch eine Höhle gibt mit einem Nebenquest. Nymphenumhang. Sehr schön. Ach, und apropos, Ring nicht identifiziert. Wo haben wir denn da? Ne, stopp, wir haben da ja noch. Ich wollte mal schauen, ob uns der Schutzring was bringt. Ne, wir haben einen Schutzring plus 5 drauf. Der bringt uns nichts. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass es hier noch eine Nebenquest gibt, die wir uns holen müssen. Nicht müssen, aber holen wollen. Definitiv wollen. Denn das sind Erfahrungspunkte und Erfahrungspunkte sind immer wichtig. Sowieso mal die Frage, Stufe 15. Ja, wir haben bald auch wieder soweit hier. Mondwaldhöhlen. Aha. So. Das hier sieht interessant aus. Für Höhlen. Aha. So groß. So freigängig. Ah. Was das wohl sein kann. Was haben wir denn hier? Auferstehung. Aha. Ein Goldring. Und Blitzbolzen. Okay. So, was haben wir denn hier so Schönes? Tür zu Eiern. Aha. Ah, okay, dann sind wir hier doch richtig, glaube ich. Das hier sieht doch so aus, als ob das hier die Höhle mit der Nebenquest ist. Wo ich dann auch mal einen kleinen Schnellspeicher anlegen werde, bevor ich mich der Auftraggeberin zuwende. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Weil ich weiß nicht, ob wir da nämlich da Scheiße bauen können. Man sollte nicht unbedingt jeden Drachen wütend machen. Seid ihr hier? Mickrig ist nichts. Warum betretet ihr die Höhle eines höheren Wesens? Aus welchem Grund stört ihr die Ruhe der Mächtigen, Akula Traxas?
Also bei Drachen muss man immer höflich bleiben. Das ist schon mal oberste Pflicht zum Überleben. Oder beziehungsweise um einem Kampf auszuweichen, was aber auch schon nicht so leicht ist. Mein Name ist Nimael und ich bin auf der Suche nach den Worten der Macht. Ich habe nie von diesen Worten der Macht gehört und ich habe doch mein ganzes Leben in diesen Bergen verbracht. Ich werde auch weiterhin hier leben. Wie sehr die Hügelriesen auch versuchen, uns zu vertreiben. Was sagtet ihr eben über die Hügelriesen? Euer Verhalten ist unhöflich, Elf. Ihr solltet etwas mehr Respekt zeigen, wenn ihr einen Drachen ansprecht. Andere Drachen könnten euren Mangel an Etikette nicht so nachsichtig behandeln wie ich. Doch ich werde eure Frage trotzdem beantworten. Die Hügelriesen haben versucht, meine Eier zu stehlen. Die Höhlen vieler meiner Artgenossen sind angegriffen worden. Zu viele Drachen sind erschlagen und ihre Eier gestohlen worden. Doch die Hügelriesen sind wie alle niedrigen Kreaturen keine Gefahr für einen Drachen meines Kalibers. Nicht einmal in großer Zahl. Diese Plünderer werden meine Eier nicht bekommen, das schwöre ich. So, wir können jetzt natürlich verhandeln oder hoffen und bla. Aber wir stimmen mir jetzt erstmal zu, dass die Kreaturen dafür den Tod verdient haben. Ich kann meinen Hort nicht verlassen. Ich muss meine Eier beschützen, bis meine Jungen schlüpfen. Aber ich werde nicht ruhen, bis die Riesen besiegt sind und der Kopf ihres Häuptlings zu meinen Füßen liegt. Ich wäre sogar dazu bereit, euch einen Teil meines Horts zu überlassen, um das Leben meiner Jungen zu schützen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Elf, während ihr mein Angebot abwägt? Ja, wo finden wir denn den Häuptling? Er lebt auf dem Plateau im Westen. Bringt mir seinen Kopf und ich werde euch reich entlohnen. Und nun, mein kleines Instrument der Rache, gibt es sonst noch etwas? Ja, und wir werden jetzt natürlich Höflichkeit walten lassen. Große Akulala Kraxas, würdet ihr in eurer Weisheit bitte einige meiner Fragen beantworten? Und sie ist jetzt natürlich, williger zu antworten. Ihr sprecht mit dem Respekt, der einem Drachen gebührt. Das ist gut, Elf. Unterhaltungen sind immer angenehmer als Kämpfe. Insbesondere die Verheerung, die ich über die Hügel bringen musste, die mich in meinem Hort angegriffen haben. Was möchtet ihr von mir wissen? Gibt's ja noch andere Drachen, genau. Ihr seid wahrlich ein wundervolles Wesen. Gibt es noch andere Drachen in dieser Gegend, sodass ich mich an der Schönheit eurer Art weiter erfreuen könnte? Es gibt noch andere Drachen hier, aber keiner so ehrfurchteinflößend wie ich. Gorgova lebt im Norden, im Grat der Welt, aber ich weiß nur wenig von ihr. Golddrachen sind nicht allzu gut auf meine Art zu sprechen. Außerdem lebt noch ein großer Messingdrache namens Gylandra im Grat der Welt. Aber auch den meide ich. Die meisten anderen sind geflohen, vertrieben durch eben die Hügelriesen, die es gewagt haben, mich anzugreifen über meinem Hort. Okay, dann werden wir jetzt gehen. So. Im Auftrag des Drachens werden wir Hügelriesen töten. Immer noch besser als für Hügelriesen einen Drachen zu töten. Also, so von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich jetzt mal behaupten. Außerdem sind Drachen immer so nachtragend. So. Vom Prinzip her alleine schon. Ja, Drachen sind ein wenig eingebildet und von sich selbst eingenommen. Was aber auch damit zielt, dass Drachen, so während ich das richtig verstanden habe, mit zu den großen Schöpferrassen zählen, zu den, also Schöpferrassen jetzt oder Herrscherrassen kann man auch schon mal fast sagen, denn es gab Zeiten, wo nur die Drachen geherrscht haben, sofern ich das so richtig im Kopf habe. Und nicht nur die Echsenmenschen sind halt, da diese Echsen-Schöpferrasse ist halt eine Rasse gewesen, die allein geherrscht hat. Nein, es waren auch die Drachen, die die Welt dominiert haben. Dann gab es die Zeit natürlich der Elfen, die
große Königreiche hatten. Jetzt sind es die Menschen, und die sich überall verbreiten und damit das Weltbild prägen. So, das hier wird die Höhle des Hügelriesen-Häuptlings sein, sofern das alles hier stimmt. Beutesack. Unsichtbarkeit, okay. Gold, Trank. Ja, da schauen wir natürlich aber erstmal hier noch kurz um. Dass wir hier den Rest auch noch aufgedeckt kriegen. So. Möchte ich nämlich ganz einmal schauen, was es hier noch für uns so zu entdecken gibt. Ja, hallo, lässt ihr mich mal da durch, ihr dämlichen Eber? Ja, was es hier noch zu entdecken gibt, da gibt es einen ganz großen Hügelriesen, der Steine auf uns wirft. Die mal eben so kurz rechts von uns standen und wir sie nicht gemerkt haben. Ja, das ist super, das ist toll, das ist intelligent. Man sollte auch aufpassen, wo man hinläuft. Naja, so ist das halt. Na komm, weiter hier. Wir werden diesen Abschnitt hier erstmal säubern. Grat der Welt. Ja, okay. Hier geht's zum Grat der Welt. Ja. Da werden wir dann wohl das Wort der Macht auch finden. Aber natürlich werden wir jetzt erstmal den Höhleneingang betreten und diese ehrfurchtgebietende Drachen von ihrer Plage der Hügelriesen befreien, um auch Erfahrungspunkte abzustauben, Gold abzustauben und natürlich eventuell den ein oder anderen magischen Gegenstand. So. Denn, ach, immer hinein. Ich hoffe, dass die nicht allzu groß ist. Ah. Aber das sehen wir ja jetzt. So, hier ist soweit nix. Tür auf. Ah, ein bisschen größer ist es schon. Räubern wird diesen Raum hier mal eben schnell. Bevor wir dann auch diese Folge beenden werden. Weil das ist ein bisschen größer, dann werden wir diese Lagerstätte separat aufnehmen. Obwohl jetzt hier natürlich der Ach, hier ist noch ein Schreckenseber. Den wir erst noch mal eben erledigen müssen. Sonst haben wir hier keine Ruhe. Nee, Schreckensbär. Oh, Entschuldigung. Ja, komm. Ach, ist das schön, wenn die uns nicht angreifen können. So kann man dann stehen, gucken, das alles ein bisschen hier seinen Lauf nehmen lassen. Hm, super. Was haben wir dann da schon? Tiefer in die Höhlen. Ach ja, es geht hier noch tiefer runter. Okay, das ist nicht mal eben schnell so gemacht. Mal eben rein, zack. Hier, halt eben tot, fertig, aus. Nein, und ich gehe auch davon aus, dass wir die Tür zu den Eiern haben, dass wir hier ein Gegenangebot bekommen werden. So, Schlaghagel deaktiviert. Jetzt wird hier eben aufgeschlossen noch schnell. Wir gucken uns den Raum halt noch eben an. Wir werden hier noch runtergehen. Dann den, also wir in der nächsten Folge dann aber auch erst, dass hier alles runtergehen, durchsuchen und gucken und tüdelü. Und nur diesen kleinen Raum hier werden wir eben
abschließen. Ein Morgenstern plus 2. So, damit ist dieser abgeschlossen und... Ach nee, komm. Warte, unten geht's weiter und da ist ein Gegner. Den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich noch nicht. So, dann beende ich hier... Ah, super, jetzt kommt er. Jetzt wollte ich gerade die Folge beenden und jetzt kommt er hier angelaufen, weil wir ihn gesehen haben. So, jetzt ist er aber weg. So, dann beende ich jetzt hier an dieser Stelle die Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, gehabt euch wohl.